Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajac hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Servus Leute, neue Folge Norberts Welt. Ich wurde in die Reptilien-Ecke bestellt, weil ich aufgefordert wurde, mich hier mit Kamera einzufinden. They see me rolling, they hating. Hallo, guten Tag. Ah, hallo Jimmy. Guten Tag, Chef. Ja, gut, dass du da bist. Komm mal direkt mit. Warum Reptilien-Ecke? Worum geht es heute? Was filmen wir? Wir müssen uns mal ein bisschen intensiver hier in der Ecke beschäftigen. Da hast du eigentlich noch gar nichts getan. Und da denke ich mal, da müsstest du einfach mal dran. Ich mache auch nicht ohne Sinn einen großen Bogen um diese Ecke. Warum? Hier sind alles nur Nette. Und da dachte ich, da hier alles Nette sind, hilfst du jetzt mal richtig mit? Das stimmt nicht. Hier ist nicht nur Nettes. Guck mal, was das für ein schöner Leguan ist. Ja, das ist natürlich ein wunderschöner Leguan. Der ist so ein Traum. Gegen den habe ich auch gar nichts. Ja, und wolltest du nicht mal dem Martin helfen? Aber das da hinten, hier, ab ungefähr hier bis ungefähr da, ist nicht so meins. Guck mal mit, der Martin hat gerade Ware gekriegt. Du wirst ja wohl mal mithelfen können, Ware auspacken. Martin, ich mag diese Ecke nicht. Ich mag dich, aber nicht diese Ecke. Leute, könnt ihr euch bitte angucken, wie groß diese Spinne ist. Ich meine, sie ist jetzt in der Dose, jetzt traue ich mich ja. Wolltest du dir die angucken? Hier, guck. Nee. Guck, du kannst ja mithelfen, der Martin, hier beim Auspacken. Heute nicht. Wie heute nicht? Kann ich mich erst kurz informieren über das hier? Ich habe ja hier noch nicht so viel erfahren über Spinnen. Und das ist ja jetzt scheinbar eine Vogelspinne. Ist das richtig? Das ist richtig. Obwohl, ist gar kein Vogel drin, ne? Wir sehen ja jetzt hier ganz viele verschiedene Arten. Und da steht überall Vogelspinnen drüber. Ja, also Vogelspinne ist einfach nur der Überbegriff von den Tieren. Früher dachten die Leute einfach, die fressen Vögel. Die hießen auch mal eine Zeit lang Pferdespinne, weil dann Aberglaube war, wenn die ein Pferd beißen, stirbt das Pferd und dann knabbern die an dem Pferd weiter rum. Das ist eigentlich Schwachsinn. Also für mich in meinen Augen ist eine Vogelspinne haarig und groß. Gibt es auch unhaarige, die dann nicht Vogelspinne heißen? Oder ab wann ist eine Vogelspinne eine Vogelspinne? Also, es gibt auch welche, die sind nicht haarig. Das sind dann aber auch keine klassifizierten Vogelspinnen. Die sind dann quasi nackt. Haben wir auch ein paar hier. Die finde ich persönlich nicht ganz so hübsch wie jetzt unsere haarigen Freunde. Also sie sind nicht immer haarig? Nicht alle. Okay. Gibt es Riesenspinnen, die keine Vogelspinne sind? Da gibt es auch welche. Es gibt zum Beispiel Weberspinnen. Die größte wären dann Radnetzspinnen verschiedener Art. Die können dann einen Umfang von knapp 30 cm werden. Nein! Die haben dann auch ein Netz, was bis zu 5 Quadratmeter groß ist. Nein! Gott! Okay. Aber was denkst du, wie lange diese Lebewesen schon auf unserer Erde sind? Naja, genau weiß ich das natürlich nicht, aber die sind schon ein paar Jahrtausende hier. Nein. Die ist doch erst 2 Jahre oder so, ne? Ja, knapp 3 würde ich schätzen. Vielleicht 3. Wie groß wird er oder sie? Er ist eine sie. Woran macht man das fest? Fragen wir erstmal das. Also die wurde jetzt von einem Züchter bestimmt. Genau festmachen wird jetzt gerade schwierig. Dafür müsste ich sie jetzt auf den Rücken drehen. Und dann könnte ich dir zeigen, dass es ein Mädchen ist. Die haben eine Klappe unten. Die ist nur bei den Mädchen vorhanden. Das sicher heißt, kann man das aber nur mit einer Häutung von dem Tier sehen. Da kann man dann genau gucken, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Okay, stark. Martin, ich hab Schiss. Ach. Ich mag Spinnen nicht. Ich hab's mal gelesen, ja? Es gibt ja quasi die Spinnenphobie, weil Spinnen sich sehr unnatürlich voranbewegen. Es gibt für vieles eine Phobie. Ich persönlich halte den Begriff für Schwachsinn. Eine Phobie ist etwas, was in unserem genetischen Code auch mit irgendwie geschrieben ist. Wir haben in der Regel keine Angst vor den Tieren. Das wird meistens beigebracht. Oft ist es so, dass irgendwie die Eltern sagen, bah, guck mal, da ist eine Spinne, die sind so ekelig. Und die Kinder gewöhnen sich das dann an. Ich als Kind habe mit Spinnen gespielt. Ich fand sie toll. Also ich kann dir versprechen, die Spinnen sind bei Weitem nicht das Schlimmste, was wir hier haben. Martin, ich kann dir mit gutem Gewissen sagen, doch. Das ist jetzt nur eine Spinne, das ist also nur so ein kleines Krabbelmonster. Da wirst du doch als Mann keine Angst haben. Also, komm, jetzt stell dich nicht so an, Mann. Meine Lieben, was muss ich tun? Also wenn du möchtest, darfst du jetzt die Spinne in ihr Terrarium setzen. Die ist halt heute frisch angekommen. Natürlich. Dafür haben wir hier extra die Dosen, wo die drin transportiert werden. Aber bei dir werden wir natürlich auf die Dose verzichten. Du kannst sie schön so auf der Hand. Geht auch viel besser. So, also ganz kurz. So wie der Martin die jetzt auf der Hand hat. Einfach ins Becken setzen, langsam reinlaufen lassen und alles ist gut, zumindest für die Spinne. Alles ist gut. Alles gut, Spinne gut. Dann nehme ich jetzt meine geballte Kraft zusammen. Oh. Da wird aber jetzt auch langsam Zeit. Boah. Weißt du, jetzt komm mal mit deiner Hand. Auch langsam mal rein, ne? Zappel nicht mit der Hand da so rum. Sei schön stille. Schön beide still. Hände oder nur eine? Eine reicht. Ja, eine Hand, da kannst du dir vielleicht die Hose festhalten, falls du dir da jetzt gleich reinmachst. So schlimm ist die doch gar nicht. Wenn ich das so sehe, die guckt aber wirklich hungrig. Schnell. Wie geht die rein? Ganz vorsichtig.
kriege die rein. Danke, Martin, danke. Oha. Merkt die Angst? Glaube ich nicht. Die merkt eher, auf, wenn du die anhauchst. Martin übernimmt. Okay. Oh. Alter Schwede, mach das zu. Ist da drin. Ja, guck, das war doch gar nicht so schwer. Oh, verdammt. Also für einen Anfänger war das okay. Ja. Also konnte ich so benoten, war ausreichend, also ausreichend ist ja 4, erste Spinne, okay, wir arbeiten da dran. Aber meine Praktikanten gehen ja alle raus mit 1+. Also habe ich noch viel vor. Jimmy, viele Spinnen, viele Spinnen. Ich habe viele Spinnen noch für dich, das kriegen wir hin. Martin, das war aber nicht die letzte Spinne, die du hier hast. Wie viele Spinnen hast du im Angebot, Norbert? Ja, wir haben ja so im Durchschnitt immer 30 bis 40 Arten alleine. Wie viele Spinnen genau? Ja, da hat mir der Martin einen Überblick, weil hier ist natürlich ein ständiges Kommen und Gehen. Aber Martin, du warst ja dabei, wo Bullshit-TV hier war. Ja. Diese Spinne schien mir noch größer zu sein. Das war auch eine sogenannte brasilianische Riesenvogelspinne, Lasiodora parahybana. Ich nenne sie Becky, die gehört nämlich mir. Vielleicht haben wir die ja gleich, vielleicht kannst du gleich in eine Pause die mal im Ton. Was hältst du davon? Ja, geht so, ne? Ach, Becky ist nett, die darfst du auch mal kennenlernen. Martin? Was ist deine Lieblingsspinne? Brauche ich doch nicht nur eine, oder? Ich persönlich finde Hapactera pulchribus oder Theraphosa stirmi ganz hübsch. Theraphosa ist mit eine der größten Spinnenarten. Also die größte je gemessene, wenn ich mich nicht irre, liegt bei 36 cm. Was? Unsere sind natürlich ein bisschen kleiner. Und der Aufbau einer solchen Spinne, also der organische Aufbau einer solchen Spinne, ist der ähnlich wie bei Menschen oder bei einem anderen Tier? Nein, das variiert ganz von dem Menschen oder von der Gruppe Wirbeltiere. Wir haben halt, wie gesagt, ein Ektoskelett, das ist ein Chitinpanzer, das schützt dann die Tiere. Und sonst laufen Nervenbahnen einfach nur durch dieses Tier. Also man kann sich das vorstellen, die haben kein Gehirn, sondern einfach nur Nervenenden. Auch sehr interessant ist das Abdomen, also der quasi der Po bei den Tieren. Unter dem Abdomen haben die ein kleines Löchlein, mit dem atmen die Tiere. Das ist auch einzigartig. So wie das Herz und alle weiteren Funktionen hinten in dem Po drin sitzen und nicht, wie man denken müsste, im Kopf, wo die Augen sind. Darf ich dir eine böse Frage stellen? Atmen Spinnen durch den Po? Könnte man so sagen, ja. Ja, das ist doch lustig, oder? Ich bin ja gerne hier. Ja, aber? Nee, alles gut. Also ich kenne große Spinnen nur aus Filmen wie Harry Potter. So eine Geißelspinne wie aus Harry Potter haben wir auch hier. Das ist auch mal was Interessantes. Ist die? Ja, da zeig ich ihm nochmal. Die können wir vielleicht nochmal in die Hand nehmen. Das wäre dann noch eine geile Kiste. Der lateinische Name ist Damon Diadema. Das ist sogar genau die Art, die auch bei Harry Potter im Film verwendet worden ist. Die war aber ungefähr 25 Mal so groß wie die. Und wie alt wird so eine Vogelspinne? Also die ältesten Vogelspinnen können bis zu 25 Jahre werden. Das sind dann allerdings nur die Mädchen. Die Männer, die werden im Schnitt 5-6 Jahre maximal. Martin, wir gehen jetzt in die Pause und sehen uns gleich wieder. Also, guten Hunger. Ja, guten Hunger. Nimm Tschüss. Ein bisschen mehr Mut mit. Aber was meinst du, wie lange ist so eine Pause von Martin? Jimmy, warst du schon wieder an meine Weingummis? Nee. Nee? Mm-mm. Also, dann ist gut. Okay. Ja, die müsste jetzt eigentlich jeden Augenblick um sein. Wir warten auch schon eine Zeit. Da ist er. Da ist er. Ach, da kommt er ja. Hi, ich hab dir was mitgebracht. Das ist Becky. Specky? Becky. Und das ist jetzt deine eigene, ja? Genau. Und was machen wir jetzt mit Becky? Gucken wir die an, oder? Du darfst die mal ein bisschen auf die Hand nehmen, würde ich sagen. Auf gar keinen Fall. Ich hab ja schon Hast einen Hast du schon angefasst. Mal deine Hand in Reichweite? Nee. Nee. Ich fasse ihn nicht an. Jetzt habe ich gerade eben gemerkt, die haben ja an den Füßen so ein bisschen, also das saugt sich ja nicht fest, ne? Nein, das sind kleine Borsten, damit halten die sich fest. Okay. Deswegen können die auch so gut an Glas klettern. Die sind mikroskopisch klein teilweise, die Borsten. Und die setzen die dann zwischen die Ritzen im Glas und klettern dann da hoch. Und das ist ja jetzt eine tierisch große Spinne. Ja. Wie groß ist das Spinnennetz von so einem Ding? Die macht kein Netz. Die macht ein bisschen was auf dem Boden, da wo sie schläft. Ist das bei allen Vogelspinnen so? Oder? Also es gibt welche, die bauen sich eine Höhle, machen da ein Netz rein. Manche bauen sich ein Netz in den Bäumen. Manche bauen auf der Erde ein Gespinst. Und dann gibt es welche, die machen gar nichts. Das ist krass. Guck, jetzt zeige ich dir mal, ich halte auch meine Hand. Also, Robert, du wolltest hier nicht einen auf Superhero machen? Nee, ich wollte nur die Spinne umdrehen, dass sie dann anschließend schön auf deine Hand laufen kann. Gib mal bitte deine Hand hier. Guck, hier, die winkt schon, die möchte. Und, ja, komm doch, nicht zittern. Wenn die weiß, dass du Angst hast, dann beiß die. Gott. Beiß die, Martin? Ja jetzt los. Martin, beiß die? Wenn du die ärgerst, beiß die dich bestimmt, ja. Martin, wo krabbelt die gerade hin? Die will nur in dein Gesicht, stell dich nicht so an. Martin, bitte kannst du die wieder nehmen? Ach, danke. Stellst dich aber auch immer an. Ich hab mich getraut. Was sind das da vorne, Zähne? Ja, die hat vorne 2 Zähnchen. Was macht die damit? Damit saugt die ihr Essen aus. Und was ist so eine, Becky? Schaben, Heuschrecken. In der Natur würden die teilweise auch Mäuse fressen. Wirfst du Mäuse auch rein oder ist das eher so ein Weihnachtsessen? Nein.
Mäuse dürfen die auch eigentlich gar nicht bekommen in Gefangenschaft. Das ist erstens verboten, das zählt zur Tierquälerei. Zweitens kann das aber auch der Spinne schaden. Die schaffen es nicht immer, ein Tier mit einem kompletten Skelett zu verdauen. Und dann saugen die quasi ein vor sich hin verwesendes Tier aus. Und ist Becky jetzt ausgewachsen oder kann die noch größer werden? Naja, eine Spinne wächst ein Leben lang, rein theoretisch. Also sie kann auch noch mal größer werden. In der Theorie aber nur. Die ist jetzt schon recht groß. Ich glaube nicht, dass die sich noch mal so oft häutet. Und jetzt noch mal so eine banale Frage, aber hat so eine Spinne Feinde? Ja, eine Menge. Viele von den Tieren, die in einem Dschungel leben, die ernähren sich von sowas. Ein Vogel zum Beispiel, wenn er irgendwo eine Spinne sieht, warum nicht? Große Echsen fressen auch gerne Insekten und ähnliches. Von daher hat eine Spinne auch Feinde. Aber die haben da einen ganz hübschen Abwehrmechanismus entwickelt. Hier hinten sieht man, ist relativ kahl. Da wirft sie ihre Haare ab. Das ist wie Juckpulver. Atmet man sowas ein, kann es sogar sein, dass ein kleines Lebewesen daran erstickt. Und wie schnell kann so eine Spinne rennen, wenn die mal richtig loslegt? Das variiert auch wieder von den Spinnen. Die schnellsten Spinnen sind Jagdspinnen, die in der Spitze recht schnell werden können. Ich glaube, die liegen bei 40 km/h auf kurzer Strecke. Wir reden jetzt nur von Sprint von 3-4 Metern, aber da können die richtig Gas geben. Also hier rechts an der Wand gibt es ja jetzt quasi ein paar mehr Spinnen. Reden die miteinander? Nein, reden können die nicht wirklich. Also kommunizieren, nennen wir es kommunizieren. Kommunizieren ist schwierig. Die Männchen kommunizieren, wenn die Weibchen begatten möchten. Die trommeln halt ein bisschen. Wie klingt das? Das ist wirklich so ein Klopfen an der Scheibe einfach. Die trommeln mit ihren Vorderbeinen dann ein bisschen an der Scheibe rum und machen sich bemerkbar. Die zeigen dem Weibchen, dass die da sind und fragen dann quasi nach, ob die paarungsbereit sind, die Mädchen. Wenn das Männchen Glück hat, dann darf es sich verpaaren und wird nicht gefressen. Wenn es Pech hat, wird es gefressen vor der Verpaarung. Ja, Martin, hör mal, das war echt mega interessant. Also danke, dass du dir die Zeit für mich und Norbert, auch dass du dir die Zeit mal wieder genommen hast. Ja, ja das mache ich ja gerne für unseren Praktikanten, aber der müsste mal wieder was tun. Der steht hier wieder den ganzen Tag und quatscht nur rum. Komm, jetzt, Jimmy, hier, komm, tu du mal die Spinne rein. Ich würde jetzt quasi fast sagen, dass, also jetzt ist echt nicht mehr so hart, muss ich sagen. Also ehrliche Meinung, jetzt habe ich zwei Stück angefasst, die zweite war echt enorm groß. Dann pack dich jetzt mal nicht, nimm die Spinne jetzt auf Hand und tu die Okay. Ja. Komm her, Becky, wir beide. Mich scheint sie ein bisschen mehr zu mögen als dich. Riecht die dich? Nein, Spinnen riechen nicht. Die schmecken mit ihren Beinen. Okay, jetzt dann zurück ins Döschen. Becky, wäre cool, wenn du... Nee. Nee, dann... Oh. Bitte, 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 Becky. Teamwork. Teamwork makes the dream work. Und... Oh, verdammt. Norbert, Norbert. Wattenkampf. So. Sehr schön. Ich würde sagen, du fängst an. Ich fahre jetzt. Ich gehe mal wieder ins Büro. Ich kann das Elend hier nicht mehr sehen. Ich hau ab. Norbert, danke. Viel Spaß, viel Glück. Mach's gut. Bis die Tage. Wenn der Notarztwagen kommt, dann sagst du mir Bescheid, ne? So Leute, so schlimm ist es gar nicht mehr, so eine Spinne auf der Hand zu halten. Falls euch noch Fragen einfallen zu diesem wunderschönen Wesen hier, dann stellt sie doch einfach mal in den Kommentaren. Wir werden da auf jeden Fall noch eine Antwort drauf geben. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn neue Videos kommen und die alten Videos angucken. Also Leute, bis nächste Woche. Ciao.